gegen die international verflochtene Atomindustrie statt. Der heutige Tag ist zudem der 55. Jahrestag der Atomkatastrophe im russischen Atomkomplex Mayak. Gleichzeitig finden heute in vielen Städten Aktionen unter dem Motto Umverteilen statt. Vielerorts gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen sozialpolitischen und umweltpolitischen Initiativen und Verbänden. Und das ist gut so. Doch jetzt zum heutigen Uran-Aktionstag. In dem Aufruf zu seiner Durchführung heißt es unter anderem, permanent wird nach weiteren Uranabbaugebieten gesucht. Doch an vielen Orten regt sich der Widerstand gegen den Uranabbau. Die Produktion in der atomaren Spirale geht nach dem Uranabbau weiter mit der Urananreicherung und Brennelementefertigung. In jedem der Schritte entsteht radioaktiver Müll, von dem niemand weiß, wo er gelagert werden soll. Weltweit gibt es kein sicheres Endlager. Auch die zeitweise Abschaltung aller Atomkraftwerke in Japan hat gezeigt, wir brauchen keinen Atomstrom. Die Stromversorgung der Zukunft liegt bei erneuerbaren Energien, gepaart mit einer effizienteren Nutzung und Einsparung von Energie. Werdet aktiv, organisiert auch etwas bei eurem nächsten Standort der Atomindustrie, vor Konzernzentralen, Parteibüros oder Atombanken, für die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit. Soweit der Auszug aus dem Aufruf zum heutigen Tag. Wir demonstrieren heute in Gronau, weil im Industriegebiet Ost an der Kaiserstiege die einzige deutsche Urananreicherungsanlage steht. Sie versorgt Atomkraftwerke in aller Welt mit nuklearem Brennstoff. Und wir demonstrieren hier in der Innenstadt zwischen zwei Banken, die an den nuklearen Aktivitäten der Atomindustrie beteiligt sind. Auch in weiteren Orten des Bundesgebietes wird heute gegen die Uranindustrie demonstriert. So zum Beispiel in Frankfurt mit einer Fahrraddemonstration. Auch in Russland regt sich heute wieder der Protest gegen die Atomindustrie. Und hier an der niederländischen Grenze demonstrieren wir jetzt hier in Gronau und später in Almelo. Dort steht die einzige niederländische Urananreicherungsanlage. Die Urananreicherungsanlage in Gronau ist seit vielen Jahren heftig umstritten. Immer wieder finden kleine und große Protestaktionen statt, die der Forderung nach einer sofortigen Stilllegung der Anlage Nachdruck verleihen. So haben am ersten Jahrestag der Fukushima-Katastrophe im März in Gronau rund 4000 Menschen für den sofortigen Atomausstieg demonstriert. Und immer wieder ist Protest erforderlich, weil die nuklearen Gefahren auch in Gronau immer größer werden. Drei Beispiele. In der Urananreicherungsanlage wird mehr Uran denn je verarbeitet. Das Risiko von Unfällen wächst. Erinnert sei an den Arbeiter, der 2010 in der Anlage verseucht wurde. Neben der Urananreicherungsanlage wird im Moment an der Kaiserstiege eine Halle für Atommüll gebaut. Darin sollen 60.000 Tonnen Uranoxid gelagert werden. Wenn dieser Müll eingelagert wird, wird er der Gronauer Bevölkerung wohl ewig erhalten bleiben. Und drittes Beispiel, immer häufiger rollen Urantransporte über unsere Straßen und Schienenwege. Sie sind hochgefährlich. Wir demonstrieren hier zwischen zwei Banken, zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Das ist kein Zufall heute. Wir wollen mit unserer Aktion darauf hinweisen, dass gerade diese beiden Banken führend bei der finanziellen Unterstützung der Atomindustrie sind. In einer Dokumentation der Umweltschutzorganisation Urgewalt heißt es dazu, Kunden gewöhnlicher Banken ist es nahezu unmöglich zu erfahren, welche Kredite ihr Finanzinstitut vergibt und ob die Bank möglicherweise das Geld ihres Sparkontos an internationale Atomkonzerne weiterverleiht. Wer sich einmal die Mühe gemacht hat, solche Fragen zu stellen, stößt bei fast jedem Institut auf die gleiche Ausrede, das Bankgeheimnis. Um die Atomgeheimnisse der Banken zu lüften, haben wir, also Urgewalt, gemeinsam mit Umweltorganisationen aus anderen Ländern die Finanzdienstleistungen für 80 der weltweit wichtigsten Atomkonzerne untersuchen lassen. Diese 80 Firmen sind im Zeitraum von 2000 bis 2009 von 124 internationalen Banken mit Finanzdienstleistungen im Wert von rund 175 Milliarden Euro versorgt worden. Spitzenreiter in dieser Aufstellung ist die Deutsche Bank. Oben
vor dem Hertie-Gebäude rechts gelegen. Die Deutsche Bank hat im Zeitraum von 2000 bis 2009 7,842 Milliarden Euro in Richtung Uranindustrie oder Atomindustrie verschoben. In dem Papier von Urgewalt heißt es dazu, die größten drei Atomkunden der Deutschen Bank sind E.ON, EDF aus Frankreich und British Energy. 2007 hat sie sich an einem Kredit für Areva beteiligt, mit dem der Konzern seine Uranaktivitäten in Afrika ausbauen will. Wiederholte Unterstützung für Tokyo Electric Power, bekannter als TEPCO, auch nachdem herausgekommen war, dass das Energieunternehmen 20 Jahre lang Berichte über Sicherheitsprobleme seiner Atomreaktoren gefälscht hatte. Außerdem vertreibt die Deutsche Bank S-Box Nuclear Power Indexzertifikate, ist an der Entwicklung von dem Branchenindex Nuclear Power Index gebunden und hat als einzige Deutsche Bank den energiepolitischen Appell mit unterzeichnet, mit dem im August 2010 Manager für längere AKW-Laufzeiten warben. Soweit zur Deutschen Bank. Platz 2 der Aufstellung, auch hier an dieser Straße gelegen, ist die Commerzbank. Sie hat 3,9 Milliarden Euro in den letzten 10 Jahren an die Atomindustrie verschoben. Dazu heißt es bei Urgewalt, die größten drei Atomkunden der Commerzbank sind E.ON, EDF und NUKEM. Die Commerzbank ist der größte deutsche Finanzdienstleister für E.ON, das 11 der 17 laufenden AKW in Deutschland mitbetreibt, ehrgeizige Atombaupläne im Ausland hat und an der Firma Urenco beteiligt ist. Urenco betreibt die Urananreicherungsanlage in Gronau, aus der seit 1996 mehr als 27.000 Tonnen Uranmüll nach Russland exportiert wurden, wo er in rostenden Fässern unter freiem Himmel offen gelagert wird. Die Umweltschutzorganisation Urgewalt empfiehlt allen Bankkundinnen und Bankkunden, genau zu prüfen, ob und wie die eigene Bank möglicherweise an der Finanzierung der Atomindustrie beteiligt ist. Letztlich wird von Urgewalt ein Wechsel zu einer ethisch und ökologisch ausgerichteten Bank empfohlen. Immer wieder wird vom Atomausstieg in der Bundesrepublik berichtet. Doch ein echter Atomausstieg ist noch nicht vorhanden. Noch immer laufen Atomkraftwerke. Das AKW Lingen II steht nur 30 bis 40 Kilometer nördlich von Gronau. Ein schwerer Störfall würde dort die ganze Bevölkerung beiderseits der deutsch-holländischen Grenze betreffen. Die Uranfabriken in Gronau und Lingen tragen dazu bei, dass Atomkraftwerke in aller Welt in Betrieb bleiben können. Weiterer Widerstand ist notwendig, um diesen atomaren Wahnsinn zu stoppen. Bürgerinitiativen und Umweltverbände wie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, das Aktionsbündnis Münsterland und andere rufen dazu auf, den Widerstand gegen Atomkraftwerke und Atomanlagen durch verstärkten Widerstand gegen den Uranabbau zu unterstützen und zu verstärken. Seitens der Atomkonzerne wird verschwiegen, dass der Uranabbau, der für die Atomstromproduktion und den Atomwaffenbau erforderlich ist, alles andere als sauber ist. Und so beginnt der Betrieb der heftig umstrittenen Gronauer Urananreicherungsanlage eigentlich mit dem dreckigen Uranabbau im Niger, in Kanada, in Australien und anderswo. Es gibt keine saubere Atomenergie. Sie ist dreckig, teuer und absolut gefährlich. Anlagen wie die in Gronau gehören verboten. Und das sofort. Danke.